Hallo meine lieben Freunde und Follower meines Kanals. Heute mal eine ganz andere Sichtweise, auch wieder mal vom Strand, da ich jetzt mittlerweile auch mal vorziehe, ab und zu einfach mal die Schönheit und Freiheit der Gegend zu zeigen, in der ich mich hier aufhalten kann, wo keine Maske das Atmen einschränkt und so weiter und so fort. Ich hatte am Vormittag heute ein interessantes Gespräch mit einem anderen YouTuber oder einem YouTube-Nutzer aus Deutschland. Jemand von der, sagen wir mal, der es eher kritisch sieht, was ich hier so manchmal für Videos mache. Vor allen Dingen aber auch meine, ich denke mal, erst mal aufmerksam geworden durch meine ein wenig ungehobelte Art, die ich in meinen Videos zutage lege. Dies ist aber mein Stil und ich mag den. Ne? So, aber wir kamen ins Gespräch und dann hat er mir doch mal nahegelegt, ich könnte doch mal ein Video machen zum Thema, was hätte ich eigentlich anders gemacht, wenn ich diese ganze Krise hätte managen müssen. Und da muss ich sagen, da wollte ich mal auf ein paar Details eingehen. Zum einen, ich hätte eigentlich bis, sagen wir mal, bis April alles genauso gemacht, wie es die Bundesregierung gemacht hat. Absolut genauso. Außer, ich hätte wahrscheinlich die deutschen Bürger nicht mit einem Militärflugzeug aus Wuhan ausgeflogen. Denn das war das Erste, was, sagen wir mal, die Panik gebracht hat. Die Panik in die Reihen der Medien und die Panik unter die Leute. Das ist gebracht worden durch die Tatsache, dass die Bundeswehr die Leute ausgeflogen hat. Das brachte schon mal eine ganze Menge Drama. Als Nächstes, was hätte ich als zweiten Punkt anders gemacht? Eigentlich fällt mir da bis April nicht viel ein. Aber als im April die Lage unklarer wurde und es gab Länder wie Italien, in denen uns durch die Medien schrecklichste Szenen übermittelt wurden, und es gab Länder wie Schweden oder auch hier in Afrika, wo gar nichts passierte, und als die einen Hü sagten und die anderen Hot sagten, da hätte ich nicht die Grenzen rigoros dicht gemacht und einen auf Panikmodus geschaltet, sondern hätte einfach die Lage nochmal komplett zusammengefasst, alle Wissenschaftler, die sich damit auskennen, angehört und versucht, mir ein klares Bild der Lage zu machen. Das hat in meiner Meinung nach die Bundesregierung nie getan. Stattdessen haben sie wie wilde Hühner losgegackert, Panik geschoben und unsere Wirtschaft ins Aus katapultiert. Das ist ja auch meine persönliche Meinung. Andere mögen ja sagen, das gibt noch den Wirtschaftsboom, den könnte es übrigens geben. Mal davon abgesehen. Gab ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg das Wirtschaftswunder, hat nur noch ein bisschen gedauert. Ne? Aber gut, das wäre so, was ich schon mal anders gemacht hätte. Ich hätte auf jeden Fall da schon mal anders reagiert. Da hätte ich weniger Panik und mehr Analyse, mehr auf Experten gehört. Weil das ist ja eigentlich das, was gefehlt hat. Da gab es nur einen Drosten und eine wildgewordene Hühnerbande. Sprich die Bundesregierung. Ne? Das war dann somit alles, was übrig geblieben ist von der Planung. Man bedenke ja, dass ich, und das könnt ihr alle immer noch finden im Internet, dass ich damals schon gewarnt habe noch eine Zeit lang und gesagt habe, seid vorsichtig, da ist ein Virus im Anmarsch und wir wissen nicht, was es ist. Das war, wie gesagt, damals der Fall. Da habe auch ich noch gewarnt, da war ich auch noch keiner, der sich so dagegen gesträubt hat. Mittlerweile hat sich das ja alles so ein bisschen geändert. Mittlerweile hatte man es geschafft, die Welt in ein Trauma zu versetzen. Keiner hat, sorry für meine wieder mal etwas vulgäre Ausdrucksweise, aber keiner hat die Eier in der Hose, zu sagen, wir machen jetzt alles auf und schauen mal, was passiert. Wobei, es gibt ja schon Beispiele dafür. In einem anderen Video, das ich heute hochgeladen habe, bespreche ich ja genau das Thema, warum ist hier in Afrika alles offen und wir haben nicht mal ein vernünftiges Gesundheitssystem, aber es stapeln sich auch nicht die Leichen bei uns. Komisch, oder?
Also, der Test, was passiert, wenn man alles öffnet und den Menschen sagt, also wer will, der kann sich natürlich gerne schützen, aber wir lassen es doch freiwillig. Das ist in Schweden passiert, das ist hier im fast gesamten afrikanischen Kontinent passiert und erfolgreich. Also, da gibt es viele Dinge, die ich anders gemacht hätte. Aber meine Hauptpunkte wären weniger Panik und sich mehr trauen. Unsere Politiker, die scheinen alle keine Eier in der Hose zu haben. Gut, die Merkel hat es sowieso nicht. Schon aus naturgegebenen Umständen. Aber auch andere. Tja, und die Rechnung bezahlt am Ende der Bürger. Krankenkassenbeiträge werden jetzt erhöht, Steuern werden erhöht, Corona-Zuschlag, ganze Wirtschaft kaputt, Arbeitslosigkeit. Ich weiß nicht, ob das der richtige Preis für eine Grippe war, denn allzu anders als eine Grippe ist es ja nicht. Und da braucht mir keiner hier Kommentare reinschreiben, wie von wegen, oh, und Herr Doktor und Doktor. Übrigens nochmal ein Hinweis in diesem Video, ich bin kein Mediziner und ich will auch gar kein Mediziner sein. Ohne Respekt vor diesem Beruf will ich nicht sein. Und wenn sich einer dafür interessiert, was ich für ein Doktor bin oder wer ich bin, in diesem YouTube-Kanal gibt es Videos, die das beschreiben. Und wenn man mich einfach mal googelt, dann findet man mehr als genug. Also wer bis zu diesem Video gekommen ist, dem traue ich zu, dass er weiß, wie das Internet bedient. Trotzdem bin ich ja dankbar für jeden Kommentar und auch die kritischen. Wie auch immer, ich werde mich jetzt mal auf meinen Rückweg machen. Aber eine schöne Zeit hier an unserem herrlichen Strand genossen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch allen wieder mal eine schöne Zeit, Gesundheit. Genießt die Kälte. Wärme ist auch nicht immer gut, kann ich euch sagen. Hat es vielleicht doch mit der Wärme zu tun und dem Virus? Selbst wenn das so wäre übrigens, hat es die Wissenschaft nie hören wollen. Naja, bis demnächst. Dankeschön.